zwei Bücher gemacht zum Antiterrorismus. Das eine ist, wie der Dschihad nach Europa kam, wo ich eben festgestellt habe, dass das Netz, das unter anderem zum 11. September beigetragen hat, zwischen Geheimdiensten und muslimischen Terroristen schon in den 90er Jahren auf dem Balkan gesponnen wurde. Und diesem Netz bin ich dann wieder begegnet, als ich meine Tätigkeit für den BND-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages aufgenommen habe. Ich war dort als unabhängiger Experte von der Linksfraktion eingebunden. Das heißt, ich bin kein Parteimitglied, sondern wurde als Sachverständiger in die Arbeit einbezogen. Und ich hatte dann ein halbes Jahr Möglichkeiten, entsprechende Akten zu sichten. Und auf dieser Grundlage habe ich das neue Buch geschrieben, Terrorziel Europa. Das Buch weist nach, dass alle Terroranschläge in Europa seit Mitte der 90er Jahre, dass bei allen diesen Anschlägen und Anschlagsversuchen Informanten, V-Männer, Undercover-Agenten westlicher Geheimdienste dabei waren und federführend dabei waren. Das heißt, keine einzige Mordaktion, weder Madrid März 2004, noch London Juli 2005, noch die Kofferbomber, noch die Sauerlandbomber, noch die Anschläge in der Pariser Metro 1995, noch der Straßburger Weihnachtsmarkt 2000, all das hätte nicht ins Werk gesetzt werden können oder versucht werden können, ohne das Zutun westlicher Geheimdienste. Welcher Zweck steckt dahinter? Ziel dieser Politik ist eine Strategie der Spannung. Das heißt, die westeuropäischen Gesellschaften sollen in Panik versetzt werden, um sich dem amerikanischen Antiterrorkampf und der amerikanischen Politik weltweit neue Einflusssphären militärisch zu befestigen, anzuschließen. Das hat vor allem einen außenpolitischen Aspekt, aber auch einen innenpolitischen Aspekt. Die Strategie der Spannung dient dazu, eine Angstkulisse zu erzeugen in Westeuropa, sodass die westeuropäischen Demokratien sich sicherheitsstaatlich, polizeistaatlich verpanzern. Dieser Erik, die angeblich große terroristische Bedrohung für Deutschland, ist der Spezi eines gewissen Daniel Schneider. Dieser Daniel Schneider hat zu dem Trio gehört, das am 4. September 2007 festgenommen worden ist im Sauerland, angeblich in der Vorbereitung eines deutschen 9/11 gerade noch gestoppt werden konnte. All das ist natürlich ein Fake. Es geht hier um eine Strategie der Spannung. Den Deutschen soll mit solchen Artikeln Angst eingejagt werden vor dem Islam. Und die deutsche Bevölkerung, die ansonsten mehrheitlich sehr skeptisch ist und nicht mitmachen will beim amerikanischen Antiterrorkrieg, soll so von der Notwendigkeit überzeugt werden, dass Deutschland mehr Truppen schickt nach Afghanistan, vielleicht gegen den Iran dabei ist und so weiter und so fort. Welche Rolle spielen eigentlich die Medien insgesamt? Also ich meine, wie kann das sein, dass Politiker durch Artikel von Zeitungen zu irgendwas gezwungen werden? Oder? Es gibt einen kleinen Kreis von besonders skrupellosen Medienleuten, die mit den Extremisten im Bundesinnenministerium unter Führung von Minister Schäuble eine enge Arbeitsbeziehung haben. Zum Beispiel im Sommer 2007 wurde die terroristische Bedrohung in ähnlicher Weise hochgezogen durch ein Gespräch in kleiner Runde zwischen Schäuble und ausgesuchten Medienvertretern, wo Schäuble eben gesagt hat, uns drohen jetzt terroristische Anschläge wie niemals zuvor, die Gefahr war noch nie größer seit dem 11. September und so weiter und so weiter. Und diese Medienleute vom Spiegel, von der Springerpresse, vom Tagesspiegel haben das 1:1 in Artikel übersetzt und keine kritischen Nachfragen mehr gestellt. Woher weiß der Schäuble das? Nee, diese ganze Bedrohungshysterie kommt von den US-Amerikanern. Die US-Amerikaner haben angeblich E-Mails abgefangen im Herbst 2006 zwischen Pakistan und Afghanistan auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen Seite, wo schon von diesen großen Terroranschlägen der fabelhaften islamischen Dschihad-Union die Rede war. Und aufgrund dieser amerikanischen Erkenntnisse wurde in Deutschland eine riesige Aktion losgetreten, wo 500 Polizeibeamte praktisch ein halbes Jahr lang drei Teenager gejagt haben. Diese Polizeiaktion war koordiniert, war initiiert von den US-Amerikanern durch ihre Abhörerkenntnisse, die keine deutsche Behörde unabhängig überprüfen konnte. Das war die Großaktion Alberich, benannt nach dem
Zwerg aus der Siegfried-Sage, der unter einer Tarnkappe verborgen war. Und die Frage ist natürlich, wer ist der unsichtbare Zwerg bei dieser Operation, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Und ich glaube, dass diese islamische Dschihad-Union, die hier als deutscher Wiedergänger, als deutsch-usbekischer Wiedergänger der Al-Qaida inszeniert wird, dass die im Grunde angeleitet wird von einem Verfassungsschutzagenten, einem Mann aus Ulm, einem Prediger aus Ulm, Yehia Yusuf, der mindestens 6 Jahre für den baden-württembergischen Verfassungsschutz gearbeitet hat. Das ist der unsichtbare Mann im Hintergrund, das ist der Alberich im Hintergrund. Meines Erachtens bestand auch im Jahr 2007 nie eine ernsthafte Terrorgefahr in Deutschland. Diese 3 jungen Leute, die da verhaftet wurden später im Sauerland, die haben sich absolut dilettantisch verhalten. Die haben alle Regeln der Konspiration missachtet. Es gab beim Rädelsführer Fritz Gelowitsch aus Ulm im Januar 2007 eine Hausdurchsuchung. Also er wusste, dass die Behörden, die Polizei hinter ihm her ist. Trotzdem hat er hinterher, ist er quer durch das Bundesgebiet gefahren, hat Chemikalien eingekauft, hat sich mit den anderen getroffen, hat praktisch eine Elefantenspur quer durch die Republik gelegt und als ob er die Ermittler, die Fahnder auf sich aufmerksam machen wollte, als ob er praktisch diese Rolle als der böse Drahtzieher spielen wollte. 500 Beamte waren daran beteiligt, schreibt, glaube ich, der Spiegel. Was haben die den ganzen Tag gemacht, wenn das so einfach war, die zu finden? Oder die eigentlich schon bescheiden ist? Nee, um diese 3 Youngsters aufzuspüren, da hätten 2 Streifenwagen-Kommandos genügt, weil die haben ohne die Regeln der Konspiration zu beachten, ihre Pläne durchgeführt. Um nur ein Beispiel zu nennen, der Bombenbau sollte in einer Feriengemeinde im Sauerland erfolgen. In dieser Feriengemeinde sind normalerweise westdeutsche Rentner und andere rüstige Wanderer versammelt. Und da mieten die sich ein als sehr arabisch, sehr südländisch, sehr verdächtig aussehende Menschen. Die mussten auffallen wie die Panzerknacker auf einem Kindergeburtstag. Wie man es richtig macht, das weiß man ja von den RAF-Leuten. Man mietet eine anonyme Wohnung in einem anonymen Hochhaus mit Autobahnanschluss und nicht in einer Feriensiedlung unter deutschen misstrauischen Rentnern. Und deswegen, die ganze Polizeioperation war meines Erachtens nicht dazu gut, diese Leute aufzuspüren, sondern eine Notfallplanung zu installieren, Sicherheitsbeamte aus Deutschland, Spezialkommandos aus Deutschland und Leute aus den USA eng zusammenarbeiten. Das war der Kern dieser sogenannten Operation Alberich von Anfang 2007 bis September 2007. Eine Notstandsübung, eine Notfallübung unter amerikanischer Führung, wo diese 3 muslimischen Youngsters nur die Statisten gespielt haben. Welches Ziel haben solche Aktionen eigentlich? Na, es gibt 2 politische Ziele dieser Strategie der Spannung. Den Deutschen soll Angst gemacht werden vor dem Islam, sodass sie den amerikanischen Krieg in Afghanistan und anderswo verstärkt unterstützen, was die Deutschen ja bisher in ihrer Mehrheit nicht wollen. Und es geht darum, innenpolitisch immer neue Programme zum Abbau der bürgerlichen Freiheiten und der Demokratie zu akzeptieren. Wir haben nach allen diesen Terroranschlägen oder Anschlagsversuchen in den letzten Jahren radikale Einschnitte in die verbrieften Rechte des Grundgesetzes. Wir haben etwa nach 9/11 im Jahr 2001 die sogenannten Schiele-Gesetze, die sogenannten Otto-Kataloge, wo es um Telefonüberwachung geht, um das Verbot islamischer Vereine geht. Wir haben nach dem Anschlag in Madrid 2004 den Vorstoß zur Vorratsdatenspeicherung, wo unsere aller Kommunikationsdaten lange Zeit gespeichert werden, ohne dass wir darüber eine Kontrolle haben. Alles wissen die Behörden über uns. Wir haben dann nach den sogenannten Kofferbombern im Jahr 2006 die Einrichtung einer Antiterrordatei aller deutschen Polizei- und Sicherheitsdienste, wo jetzt schon 15.000 Bürger verzeichnet sind, nicht nur sogenannte islamische Gefährder, sondern auch deren Nachbarn, deren Freunde, deren Arbeitskollegen, deren Schulfreunde und so weiter, also völlig unkontrollierbar. Und wir haben dann nach den Sauerländer Festnahmen im September 2007 das neue BKA-Gesetz bekommen,
mit der Online-Fahndung und mit dem Recht auf den großen Spähangriff. Das heißt, die Polizei darf jetzt in Wohnungen hineinfilmen und nicht nur, wie das vorher schon der Fall war, abhören. Warum machen die das? Warum wollen die unsere Sicherheit, unsere Bürgerrechte beschneiden? Na, ich glaube, die politischen Eliten und die Sicherheitsfachleute in Washington ebenso wie in Berlin wissen sehr gut, dass die westlichen Gesellschaften großen Erschütterungen entgegengehen. Wir haben jetzt eine Wirtschaftskrise, wie wir sie seit 1929 nicht mehr hatten. Das wird Verarmungen in großen Teilen der Bevölkerung mit sich bringen und Unruhen. Die Bevölkerung wird unkontrollierbar sein. Und man sucht sich deshalb jetzt Möglichkeiten, mit einer unkontrollierbaren und verarmten Bevölkerung umzugehen, die vielleicht den Reichen und Superreichen ans Leder gehen will. Und deswegen werden Vorbereitungen getroffen für die Errichtung eines Polizeistaates. Und dafür sind diese gefakten, erfundenen Terrorbedrohungen ganz gut. Ja. Also was ich in meinem Buch Terrorziel Europa nachgezeichnet habe, sind die Notstandsplanungen der CDU-CSU. Das liegt mittlerweile offen vor. Die Notstandsplanung gibt es ein Papier, Nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland vom Jahr 2007 der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und da wird eben geschildert, dass im Notstand alle Macht vom Parlament übergehen sollte auf einen Nationalen Sicherheitsrat. Und in diesem Nationalen Sicherheitsrat soll nur einer das Sagen haben, nämlich der Bundeskanzler, in unserem Fall die Bundeskanzlerin. Das heißt, die CDU-CSU plant für diesen Fall eine Ein-Personen-Diktatur. Und man muss sich jetzt fragen, warum eigentlich solche Planung? Weil wir haben ja die Notstandsgesetze aus dem Jahr 1968. Aber der große Unterschied, die Notstandsgesetze aus dem Jahr 1968 sehen vor, dass der Notstand mit 2/3 Mehrheit des Bundestages ausgerufen werden muss. Und er kann jederzeit mit einfacher Mehrheit wieder aufgehoben werden. Und dieses relativ demokratische Regularium will offensichtlich die CDU-CSU abschaffen. Und sie will einen erleichterten Übergang zur Notstandsdiktatur im Krisenfall. Und sie definiert deswegen auch den Krisenfall ganz anders. Bisher der Krisenfall aus den 68er Gesetzen, aus den Notstandsgesetzen von 1968, ist Spannungsfall, also Vorkriegszustand, Kriegszustand oder Katastrophenzustand. Und die neuen Planungen der CDU-CSU sehen jetzt vor, dass der Nationale Sicherheitsrat auch das Kommando bekommt bei allen Auslandseinsätzen der Bundeswehr, was bisher vom Parlament kontrolliert wird. Also etwa Afghanistan wird bisher vom Parlament, muss regelmäßig verlängert werden. Das soll dann auf diesen Notstandsrat übergehen. Und es ist eben auch ein Passus drin, dass bei Terroranschlägen oder in Erwartung von Terroranschlägen alle Macht auf dieses Notstandsgremium mit der Kanzlerin bzw. dem Kanzler als alleinigem Diktator übergehen kann. Und das sind tatsächlich schlimme Pläne. Und Schäuble hat bei der Vorstellung dieses Papiers angekündigt, an die Adresse der Kritiker gewandt, wer die Diskussion über diese Punkte verhindert und jetzt Tabus errichtet, und jetzt zitiere ich wörtlich, darf sich nicht darüber wundern, wenn anschließend in Grauzonen gehandelt wird. Das heißt, im Grunde droht er an, dass die Exekutive, das heißt er selbst, in dieser notstandsartigen Art auch handeln wird, ohne dass es förmlich beschlossen ist vom Bundestag. Und das ist die Gefahr. Und ich habe in meinem Buch auch das Zitat drin vom früheren Generalbundesanwalt Kai Nehm, der gesagt hat, im Falle eines Terroranschlags in Deutschland werden wir eine Hysterie erleben, die bisher ohne Beispiel ist. Das heißt, ein Terroranschlag würde von den Medien, die der Terrorindustrie, dem Terrormanagement angeschlossen sind, so hochgeputscht werden und die Bevölkerung ist eh so verängstigt, dass in dieser Atmosphäre dann alles möglich ist, wie auch nach dem 11. September in den USA. Im Sauerland, die haben sich absolut dilettantisch verhalten. Die haben alle Regeln der Konspiration missachtet. Es gab bei den
beim Rädelsführer Fritz Gellowitsch aus Ulm im Januar 2007 eine Hausdurchsuchung. Also er wusste, dass die Behörden, die Polizei hinter ihm her ist. Trotzdem hat er hinterher, ist er quer durch das Bundesgebiet gefahren, hat Chemikalien eingekauft, hat sich mit den anderen getroffen, hat praktisch eine Elefantenspur quer durch die Republik gelegt und als ob er die Ermittler, die Fahnder auf sich aufmerksam machen wollte. Als ob er praktisch diese Rolle als der böse Drahtzieher spielen wollte. 500 Beamte waren daran beteiligt, schreibt, glaube ich, der Spiegel. Was haben die denn den ganzen Tag gemacht, wenn das so einfach war, die zu finden? Oder die eigentlich schon Bescheid ist? Nee, um diese drei Youngsters aufzuspüren, da hätten zwei Streifenwagen-Kommandos genügt, weil die haben ohne die Regeln der Konspiration zu beachten, ihre Pläne durchgeführt. Um nur ein Beispiel zu nennen, der Bombenbau sollte in einer Feriengemeinde im Sauerland erfolgen. In dieser Feriengemeinde sind normalerweise westdeutsche Rentner und andere rüstige Wanderer versammelt. Und da mieten die sich ein als sehr arabisch, sehr südländisch, sehr verdächtig aussehende Menschen. Die mussten auffallen wie die Panzerknacker auf einem Kindergeburtstag. Wie man es richtig macht, das weiß man ja von den RAF-Leuten. Man mietet eine anonyme Wohnung in einem anonymen Hochhaus mit Autobahnanschluss und nicht in einer Feriensiedlung unter deutschen misstrauischen Rentnern. Und deswegen, die ganze Polizeioperation war meines Erachtens nicht dazu gut, diese Leute aufzuspüren, sondern eine Notfallplanung zu installieren, Sicherheitsbeamte aus Deutschland, Spezialkommandos aus Deutschland und Leute aus den USA eng zusammenarbeiten. Das war der Kern dieser sogenannten Operation Alberich von Anfang 2007 bis September 2007. Eine Notstandsübung, eine Notfallübung unter amerikanischer Führung, wo diese drei muslimischen Youngsters nur die Statisten gespielt haben. Welches Ziel haben solche Aktionen eigentlich? Na, es gibt zwei politische Ziele dieser Strategie der Spannung. Den Deutschen soll Angst gemacht werden vor dem Islam, sodass sie den amerikanischen Krieg in Afghanistan und anderswo verstärkt unterstützen, was die Deutschen ja bisher in ihrer Mehrheit nicht wollen. Und es geht darum, innenpolitisch immer neue Programme zum Abbau der bürgerlichen Freiheiten und der Demokratie zu akzeptieren. Wir haben nach allen diesen Terroranschlägen oder Anschlagsleute, die da verhaftet wurden später im Sauerland, die haben sich absolut dilettantisch verhalten. Die haben alle Regeln der Konspiration missachtet. Es gab beim Rädelsführer Fritz Gellowitsch aus Ulm im Januar 2007 eine Hausdurchsuchung. Also er wusste, dass die Behörden, die Polizei hinter ihm her ist. Trotzdem hat er hinterher, ist er quer durch das Bundesgebiet gefahren, hat Chemikalien eingekauft, hat sich mit den anderen getroffen, hat praktisch eine Elefantenspur quer durch die Republik gelegt und als ob er die Ermittler, die Fahnder auf sich aufmerksam machen wollte, als ob er praktisch diese Rolle als der böse Drahtzieher spielen wollte. 500 Beamte waren daran beteiligt, schreibt, glaube ich, der Spiegel. Was haben die denn den ganzen Tag gemacht, wenn das so einfach war, die zu finden? Oder die eigentlich schon Bescheid ist? Nee, um diese drei Youngsters aufzuspüren, da hätten zwei Streifenwagen-Kommandos genügt, weil die haben ohne die Regeln der Konspiration zu beachten, ihre Pläne durchgeführt. Um nur ein Beispiel zu nennen, der Bombenbau sollte in einer Feriengemeinde im Sauerland erfolgen. In dieser Feriengemeinde sind normalerweise westdeutsche Rentner und andere rüstige Wanderer versammelt. Und da mieten die sich ein als sehr arabisch, sehr südländisch, sehr verdächtig aussehende Menschen. Die mussten auffallen wie die Panzerknacker auf einem Kindergeburtstag. Wie man es richtig macht, das weiß man ja von den RAF-Leuten. Man mietet eine anonyme Wohnung in einem anonymen Hochhaus mit Autobahnanschluss und nicht in einer Feriensiedlung unter deutschen misstrauischen Rentnern. Und deswegen, die ganze Polizeioperation war meines Erachtens nicht dazu gut, diese Leute aufzuspüren, sondern eine Notfallplanung zu installieren, Sicherheitsbeamte aus Deutschland, Spezialkommandos aus Deutschland und Leute aus den USA
eng zusammenarbeiten. Das war der Kern dieser sogenannten Operation Alberich von Anfang 2007 bis September 2007. Eine Notstandsübung, eine Notfallübung unter amerikanischer Führung, wo diese drei muslimischen Youngsters nur die Statisten gespielt haben. Welches Ziel haben solche Aktionen eigentlich? Na, es gibt zwei politische Ziele dieser Strategie der Spannung. Den Deutschen soll Angst gemacht werden vor dem Islam, sodass sie den amerikanischen Krieg in Afghanistan und anderswo verstärkt unterstützen, was die Deutschen ja bisher in ihrer Mehrheit nicht wollen. Und es geht darum, innenpolitisch immer neue Programme zum Abbau der bürgerlichen Freiheiten und der Demokratie zu akzeptieren. Die sind, haben alle Regeln der Konspiration missachtet. Es gab beim Rädelsführer Fritz Gelowitsch aus Ulm im Januar 2007 eine Hausdurchsuchung. Also er wusste, dass die Behörden, die Polizei hinter ihm her ist. Trotzdem hat er hinterher, ist er quer durch das Bundesgebiet gefahren, hat Chemikalien eingekauft, hat sich mit den anderen getroffen, hat praktisch eine Elefantenspur quer durch die Republik gelegt und als ob er die Ermittler, die Fahnder auf sich aufmerksam machen wollte. Als ob er praktisch diese Rolle als der böse Drahtzieher spielen wollte. 500 Beamte waren daran beteiligt, schreibt, glaube ich, der Spiegel. Was haben die denn den ganzen Tag gemacht, wenn das so einfach war, die zu finden? Oder die eigentlich schon bescheiden ist? Nee, um diese drei Youngsters aufzuspüren, da hätten zwei Streifenwagen-Kommandos genügt, weil die haben ohne die Regeln der Konspiration zu beachten, ihre Pläne durchgeführt. Um nur ein Beispiel zu nennen, der Bombenbau sollte in einer Feriengemeinde im Sauerland erfolgen. In dieser Feriengemeinde sind normalerweise westdeutsche Rentner und andere rüstige Wanderer versammelt. Und da mieten die sich ein als sehr arabisch, sehr südländisch, sehr verdächtig aussehende Menschen. Die mussten auffallen wie die Panzerknacker auf einem Kindergeburtstag. Wie man es richtig macht, das weiß man ja von den RAF-Leuten. Man mietet eine anonyme Wohnung in einem anonymen Hochhaus mit Autobahnanschluss und nicht in einer Feriensiedlung unter deutschen misstrauischen Rentnern. Und deswegen, die ganze Polizeioperation war meines Erachtens nicht dazu gut, diese Leute aufzuspüren, sondern eine Notfallplanung zu installieren, wo Sicherheitsbeamte aus Deutschland, Spezialkommandos aus Deutschland und Leute aus den USA eng zusammenarbeiten. Das war der Kern dieser sogenannten Operation Alberich von Anfang 2007 bis September 2007. Eine Notstandsübung, eine Notfallübung unter amerikanischer Führung, wo diese drei muslimischen Youngsters nur die Statisten gespielt haben. Welches Ziel haben solche Aktionen eigentlich? Na, es gibt zwei politische Ziele dieser Strategie der Spannung. Den Deutschen soll Angst gemacht werden vor dem Islam, sodass sie den amerikanischen Krieg in Afghanistan und anderswo verstärkt unterstützen, was die Deutschen ja bisher in ihrer Mehrheit nicht wollen. Und es geht darum, innenpolitisch immer neue Programme zum Abbau der bürgerlichen Freiheiten und der Demokratie zu akzeptieren. Wir haben nach allen diesen Terroranschlägen oder Anschlagsversuchen in den letzten Jahren radikale Einschnitte und in diesem Nationalen Sicherheitsrat soll nur einer das Sagen haben, nämlich der Bundeskanzler oder in unserem Fall die Bundeskanzlerin. Das heißt, die CDU-CSU plant für diesen Fall eine Ein-Personen-Diktatur. Und man muss sich jetzt fragen, warum eigentlich solche Planung? Weil wir haben ja die Notstandsgesetze aus dem Jahr 1968. Aber der große Unterschied, die Notstandsgesetze aus dem Jahr 1968 sehen vor, dass der Notstand mit 2/3 Mehrheit des Bundestages ausgerufen werden muss und er kann jederzeit mit einfacher Mehrheit wieder aufgehoben werden. Und dieses relativ demokratische Regularium will offensichtlich die CDU-CSU abschaffen und sie will einen erleichterten Übergang zur Notstandsdiktatur im Krisenfall. Und sie definiert deswegen auch den Krisenfall ganz anders. Bisher der Krisenfall aus den 68er Gesetzen, aus den Notstandsgesetzen von 1968, ist Spannungsfall, also Vorkriegszustand, Kriegszustand oder Katastrophenzustand. Und die neuen Planungen der CDU-CSU sehen jetzt vor,
dass der Nationale Sicherheitsrat auch das Kommando bekommt bei allen Auslandseinsätzen der Bundeswehr, was bisher vom Parlament kontrolliert wird. Also etwa Afghanistan wird bisher vom Parlament, muss regelmäßig verlängert werden. Das soll dann auf diesen Notstandsrat übergehen. Und es ist eben auch ein Passus drin, dass bei Terroranschlägen oder in Erwartung von Terroranschlägen alle Macht auf dieses Notstandsgremium mit der Kanzlerin bzw. dem Kanzler als alleinigem Diktator übergehen kann. Und das sind tatsächlich schlimme Pläne. Und Schäuble hat bei der Vorstellung dieses Papiers angekündigt, an die Adresse der Kritiker gewandt, wer die Diskussion über diese Punkte verhindert und jetzt Tabus errichtet, und jetzt zitiere ich wörtlich, darf sich nicht darüber wundern, wenn anschließend in Grauzonen gehandelt wird. Das heißt, im Grunde droht er an, dass die Exekutive, das heißt er selbst, in dieser notstandsartigen Art auch handeln wird, ohne dass es förmlich beschlossen ist vom Bundestag. Und das ist die Gefahr. Und ich habe in meinem Buch auch das Zitat drin vom früheren Generalbundesanwalt Kai Nehm, der gesagt hat, im Falle eines Terroranschlags in Deutschland werden wir eine Hysterie erleben, die bisher ohne Beispiel ist. Das heißt, ein Terroranschlag würde von den Medien, die der Terrorindustrie, dem Terrormanagement angeschlossen sind, so hochgeputscht werden und die Bevölkerung ist eh so verängstigt, dass in dieser Atmosphäre dann alles möglich ist.